Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play Rome 2 Total War, die Erweiterung Caesar in Gallien. Und im letzten Teil haben wir die gallischen Rebellen weitestgehend besiegt. Die Carduca-Rebellen sind noch da. Die Frage ist nur, ob wir sie jetzt angreifen wollen. Ich sag mal, nee, wir lassen die mal da noch einen Moment lang stehen. Hol du dir mal die Upgrades. Ich will stündliche Wachgänge. Das da bringt alles Abzüge. Krassesterweise. Dann machen wir Folgendes. Du gehst mal hier hin. War das alles? Schwuppdiwupp. Wir hungern nach Gut. Und dann können wir eigentlich weiter hier hochlaufen. Unser nächster Kriegsgegner sind die... Ja, die Redonen vielleicht nur nicht, aber eher die Levoxia. Die haben noch zwei Provinzen hier oben und dann gibt es noch die Venella. Die wollen wir auch noch attackieren. Momentan haben wir ein Handelsabkommen mit den Redonen, ist es wahr? Ja, genau, das haben wir. Wir können noch einen Nicht-Angriffspakt mit den Osismian machen, aber das ist eigentlich nicht so wichtig für uns. Nee, das lassen wir mal noch. Wie kann ich Rom dienen? Ja, so wie du es machst, ist schon in Ordnung. Interessanter wäre jetzt hier auf jeden Fall noch ein paar Einheiten zu rekrutieren. Naja, wobei, das ist alles so teuer. Lass mal stecken, weil die da kriegen ja keinen Nachschub mehr, die sind so gut wie tot. Und alle anderen Armeen bleiben mal da, wo sie gerade sind. Zu euren Diensten. Du kannst aber auf jeden Fall schon mal hier hoch. Im Dienst der Roms werde ich nie. Kann ich euch behilflich sein? Kannst du mal bei den Levoxia angucken. Kann ich euch noch behilflich sein? Auf jeden Fall wäre es halt hier sinnig. Jetzt haben wir mal die Levoxia. Minus zwei Nahrung. Wird sich auf jeden Fall anbieten, denen die Nahrung auch nochmal ein bisschen abzuknapsen. Oh, da habe ich keine Kohle mehr für. Schade. Dann laufen wir hier hoch. Wir gucken mal, was wir noch so finden. Und dann sind wir noch nicht ganz fertig, sondern wir starten gleich in die nächste Runde. Ah, du hast ein Level gekriegt. Ja, dann mach hier Autorität, ja. Okay. Und wenn die öffentliche Ordnung hier auch wieder hergestellt ist, dann kriegen wir auch wieder mehr Geld momentan. Sind die Einnahmen ein bisschen niedrig, weil wir halt mit diesen Aufständen zu kämpfen haben, aber das wird noch besser, glaubt's mir. Ja. Die Garnison, die ist ja eigentlich noch relativ frisch, ne? Unser General ist auch wieder etwas erholt. Das ist sehr schön. Dann gucken wir mal. Also die Kadurker, die schaffen wir auf jeden Fall. Die, also im letzten Part. Ach so, genau. Da wollte ich ja auch noch drauf eingehen. Erstmal zeigst du mir, wo die starten. Das hier. Okay, wieder von der Ecke her. Legionäre! Legionellen! Plänkeln wir das aus. So, und zwar im letzten Teil haben einige von euch sich wahrscheinlich gewundert, warum waren die Legionäre so überwältigend gut? Also wir waren ja zahlenmäßig krasse Außenseiter und wir waren auch von der AI-Simulation krasse Außenseiter. Nun ja, das hat zwei Gründe. Erstens, wir hatten ein bisschen Glück, würde ich auf jeden Fall sagen. Zweitens, wir haben Legionäre. Upsala, nee, eher so. Ich habe gerade die falsche Taste gedrückt. Wir hatten Legionäre mit einem Silber-Upgrade bei den Waffen und einem Silber-Upgrade bei den Schilden bzw. bei der Rüstung.
Und das haben die Gegner definitiv nicht gehabt. Das waren ungepanzerte Einheiten mit nicht aufgerüsteten Waffen. Das seht ihr auch hier an den Wimpeln, die die haben. Das ist ja wie bei Rome 1. Also ihr seht hier, die haben zwei Upgrades, die auch. Und der General, okay gut, der hat halt vier. Warum der so krass ist, weiß ich nicht. Aber die haben jedenfalls vier Upgrades. Aber die hatten vorher kein, also die hatten vorher kaum Upgrades in der Einheit. Und wir hatten einfach die besseren Truppen. Und gerade die Legionäre kämpfen wirklich unglaublich gut, wenn man die mit ordentlichen Rüstungen und Waffen ausstattet. Und das hat uns den Sieg beschert, auf jeden Fall. Manch einer behauptet, ich wäre von den Göttern auserwählt. Manch einer betet dafür, dass die Götter mich im Kampf inspirieren. Sie alle sollen sich fürchten, denn ich habe die Götter gesehen. Ich kenne ihre Pläne. Unsere Feinde, alles Huren und noch Schlimmeres. Alles Huren und noch Schlimmeres, ja, ja dann. Nahkampftruppen erwarten Befehle. Doppelte Geschwindigkeit. Dann gehen wir nochmal in Stellung, würde ich sagen, hä? Wir sollten jetzt natürlich gucken, dass wir unseren General nicht verlieren, aber... Aber ich denke, diese Schlacht werden wir auf jeden Fall eindeutiger gewinnen, noch als die letzte. Ja, dann komm mal her. So, also die Infanterie, die werden wir ganz schnell aufgerieben haben, vermute ich mal. Machen wir direkt den Anti-Kavallerie-Modus an. So, die Plänkler werden wir benutzen als Meat Shield, um vielleicht noch seine Plänkler zu attackieren. Ihr könnt ja auf jeden Fall mal hier hin. So, jetzt schicken wir den Mob mal die Plänkler einholen. Oh, das ist nicht so gut. Ja, ja. Und der Mob macht eigentlich genau das, was er machen soll. Der hält die Fernkämpfer von uns weg. Und verfolgt sie sogar. Sehr nice. Das war's. Gefecht beenden. Da können wir auch gar nicht mehr viel aufreiben, aber insgesamt ist es so sehr gut gelaufen. 95 Mann Verlust. Wow, aber er hat 375 gehabt. Also, das war für ihn jetzt eigentlich die bessere Quote. Naja, okay, gut, da hat jetzt ein bisschen was überlebt, aber... Okay, die Fulminata kriegt noch eine... Tradition, glaube ich, und wir haben die gebräuchlichen Gewichte und Maße erforscht. Und als nächstes kommt das Nennwirtsystem. Das brauchen wir, damit wir mehr... das brauchen wir, damit wir mehr forschen können. Auch wenn wir das wahrscheinlich gar nicht mehr so viel brauchen werden, aber auf jeden Fall nicht verkehrt. So, dann gehen wir mal auf Ditte. Mein Können steht euch zur Verfügung. Wir stiften mal hier ein bisschen Unruhe. Anwesenheit bemerken.
Es ist vollbracht. So. Dann werden wir da mal einen kleinen Aufstand anzetteln. Achso, ja, zeig nochmal gerade. Minus 89, ja, sensationell. Dann haben es die soeben ab der nächsten Runde mit einem kleinen Aufstand zu tun. Warum soll es denen auch besser gehen als uns? Ja, wo waren jetzt seine Truppen? Hier. Zu euren Diensten. Bereit zum Kampf. Ich muss mal gerade gucken, kann ich ihn jetzt so aufreiben? Für Tod und Ehre! Okay, vielleicht dann doch nicht. Wie kann ich euch dienen? Wie kann ich euch dienlich sein? Mach mal hier den Kulturtransformer an. Mein Schwert gehört euch. Ist auf jeden Fall hier oben hin für die Militärausbildung. Wie kann ich euch dienlich sein? Also du kannst dich ansonsten, zeig mal gerade, wie viel Geld haben wir noch? Da gucken wir mal kurz nach, wo können wir denn noch was Wichtiges ausbauen? Wir bräuchten auch noch ein bisschen Nahrung, das wäre auch nicht so schlecht. Wir bräuchten noch ein bisschen Nahrung. dann mach doch mal hier den Schrein des Jupiter. Und den Schrein der Minerva. Und dich bauen wir ein andermal um. Also nahrungstechnisch sind wir mal gar nicht so gut unterwegs, stelle ich mal wieder fest. Aber gut, du musst ja hier ein bisschen trainieren. Mal Militärsabotage. Er macht halt Vorräte vergiften. Ja, ist okay. Ja, Rom verdient in der Tat Besseres, aber damit kann ich jetzt noch leben. So, dann kriegen die Burschens hier Erfahrung. Will ich noch was rekrutieren? Nur eine Einheit Legionärskaff wäre vielleicht nicht schlecht. Wir müssen halt, also das Problem, warum unsere Steuereinnahmen vorhin um ungefähr 2000 gesunken ist, hat auch einfach was damit zu tun, dass wir hier vorher 100% öffentliche Ordnung haben, jetzt haben wir nur noch 8. Und es dauert einfach ein bisschen, bis sich das wieder erholt hat. Und dann gehen die Steuereinnahmen natürlich runter. Je höher die öffentliche Ordnung ist, desto höher sind ja auch die Steuereinnahmen. Und insofern ist es natürlich immer für mich ein Anreiz zu gucken, dass ich überall 100% habe. Wie kann ich Rom dienen? Da muss ich jetzt aber einfach noch ein bisschen dran arbeiten. So, du hattest plus 1 Nahrung momentan, das geht immer gar nicht. Ist zu teuer, fuck. Achso, ich habe nur 100, ja, okay, nein, das ist natürlich nicht viel. Aber du kannst hier auf jeden Fall noch ein bisschen Nahrung sabotieren, ne? Ja, da hat er nämlich auch so ein Ding. Warte mal, du bist Level? Jawohl, das haut hin. Das haut aber dicke hin. Wie kann ich euch dienen? Okay, ansonsten nehme ich dich noch von da drüben. Mein Können steht euch zur Verfügung. Dann können wir eigentlich wieder in die nächste Runde reingucken, weil wir können sonst nichts mehr machen. Du hast noch ein Level gekriegt. Machen wir diesen. Ach ja, und den muss ich noch auf eine Mission schicken, ja. Den, Diplomaten da unten. Nicht Diplomat, Patrizia. Okay, ab jetzt Autogefechte. Und tschüss, Taco. Hier wurde ein Brunnen vergiftet, ist nicht dein Ernst. Aha. Kann ich euch behilflich sein? Rangerhöhung für dich, aha. Warum geht jemand hier hin und will in Mediolanum Santonum den Brunnen vergiften? Das hat aber offenbar nichts gebracht, oder? Es gibt ein Bündnis der Redon und der Venella. Truppen rekrutiert ist klar, den schenke ich mir. Den schenke ich mir auch. Aha. Der Hunger nach einer
Aha. Dann machst du mal hier ein Amphitheater und hier die Latrinen. Das ist ganz gut für den römischen Kultureinfluss. Nahrung plus 4. Wie kann ich euch dienlich sein? Sabotieren. Ein Ehrenwort. So, das da hat mir schon mal geklappt. Ich habe das falsche Gebäude sabotiert. Ich bin so ein Dödel. Was mache ich denn hier immer für eine Scheiße? Yeah, Level 10. Hi. Jetzt geht's auch, glaube ich, nicht mehr höher, ne? Ja, du kannst immer noch stehen bleiben. Jetzt hat er noch 2, okay. Ich erwarte eure Befehle. Ja, du bist geupgradet. Dann lauf du doch mal gerade hier hin. Zu euren Diensten. Wir hungern nach einer Schlacht. Die löse ich mal wieder auf. Krass, das kann ich eigentlich auch auflösen. Den brauche ich hier nicht. So, du. Nö, passt schon. Im Schnee sind die ganz toll. Aber, 82. Ja. Oh, da gab es nicht hier einen Skill für dich. Also es gefällt mir von der Zeit her auch irgendwie sehr gut, wie das so aufgeteilt ist. Komm mal hier die Korruption an. Die Korruption aus eher. Und, du kriegst den Bewegungspunkte-Bonus. Wie kann ich euch dienlich sein? Lauf mal hier hoch. Kannst du mal hier hin? Vielleicht brauche ich dich da sogar noch eher. Okay. Tavis. Ja, das wird aber viel, viel besser demnächst, ja. Ich weiß jetzt nur noch nicht genau, ob die Frieden verhandeln, Devoxia und Redon. Naja, die schmieden auch schon eine Allianz gegen uns. Rang erhöht für einen Veteran, okay. Kann ich euch behilflich sein? Wie kann ich euch behilflich sein? Rangehöhe für den Patrizier, nice. Wie kann ich euch dienen? Lauf mal hier hin. Und dann kannst du ja mal in dieser Provinz hier ein bisschen versuchen, unsere Spionageabwehr zu erhöhen. Und du machst hier auf jeden Fall auch so einen Tempel des Jupiter. Ja, ist okay. Ist bei plus 4 Nahrung. Ich denke, die Levoxia können wir jetzt angreifen. Zumindest mit Brutus können wir es machen. Und dann haben wir auch die, dann haben wir auch die Burg direkt bei uns hier im Sack. Kann ich euch behilflich sein? Kannst du? What? 47% nur beim Brunnen vergiften? Fuck off. Wie kann ich euch dienen? What? Warum? Kann ich euch behilflich sein? Tja. Mein Können steht euch zur Verfügung. Ich werde mich darum.
Dann vergiften wir hier erstmal die Vorräte. Zu euren Diensten. Wie kann ich euch dienlich sein? Niemand wird meine Anwesenheit bemerken. So, Level 10 auch für dich. Nice. Nice, das hat auch geklappt. Haha, okay, sehr cool. Ja, wir greifen jetzt die Levoxi an. Ja. Die sind Verbündete der Bellowaker, aber ich weiß nicht, wer und wo die sind. Ich verbringe meine Zeit lieber mit Speisen und Jagen. Ah ne, die haben keine Feinde momentan, ne? Schade, sonst hätten wir da noch ein bisschen was machen können, aber ja, mach Krieg erklären, ja. Zu euren Dienst. Die Siedlung wird belagert. So, er hat nur seine Garnisonsarmee. Da können wir den Belagerungsangriff machen. Und oho, tricky, tricky. Ich sehe es schon, ja, ja. Mit Brücken. Aber da sind unsere Truppen deutlich besser als seine. Ja, ist okay. Schwächste Stelle scheint meiner Meinung nach dieser Grafikfehler hier zu sein. Aber da greifen wir nicht an. Nee, 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 nee. Wir attackieren den Turm hier. Der scheint als Angriffspunkt am geeignetsten zu sein. Also der Turm kann zwar hier nach innen schießen, aber der ist relativ weit weg. Den Turm hier zu attackieren bringt meiner Meinung nach nichts, weil hier die zwei Türme gegenfeuern können. Und auf der Seite hier ist wiederum auch nur ein Turm. Insofern sind wir hier ganz gut dran, vor allen Dingen, weil wir hier ziemlich nah am nächsten Victory Point sind. Krampftruppe, ja, nee, ist schon okay. Bleib mal da und so. Weiß nicht, ob ich die hier überhaupt einsetzen will. Zu euren Diensten, Marschbefehl! Für meine Armen bin ich zum Kampf erschienen, mit der Erwartung eines Sieges. Balliste! Anhalten! Ah, fuck. Feuert auf den Feind, stolze Römer! Wartet mal gerade. Ich schieße erstmal den Turm weg. Braucht aber ganz schön viele Schüsse. Na, jetzt geht's schneller. Oder doch nicht? Komm, einer noch. Okay. So. Das da beschleunige ich jetzt deswegen ein bisschen, weil das bekannterweise ja eine Kampfphase ist, die sehr, sehr lange sich hinziehen kann. So, ihr könnt euch mal hier in die Testudo reinstellen.
Na komm, dann geh halt hier hin mit der Leiter. Die Leiter hier brennt vielleicht sogar ab. Na, wohl vielleicht doch nicht. Ach, warum muss das immer laggen bei den Stadtbelagerungen? Das ist doch doof. Okay, gut, ich sehe jetzt hier mal keine Truppen, die als Verstärkung hinzukommen würden. So, attackiert mal hier die Burschen. Oh, fuck, was ist denn jetzt hier gerade los? Huh. Ja, das hat vermutlich was mit der Stadtbelagerung hier zu tun. Ja, greif mal an. Ah, die Thaddäus-Truppen, die schaffen das schon. So, packt ihr das jetzt bitte mal langsam? Ich meine, es sind auch nur Plänkler, ne? Also. Machen wir mal die Formation aus. Oder beziehungsweise hier die Einheitengruppierung. Gut. Alter Kimmel hier. Hol dir den Turm. Braucht man auch gar keine Pausefunktion eigentlich mehr, wenn es so laggt, ne? Warum macht denn das jetzt so? Lauf du mal hinten rum. Okay, den Gen haben wir, glaube ich. Bleib du stehen. Welche eine waren das? Ach, die waren das. Okay. Legionäre! Legionäre! Wir erwarten eure Befehle! Oh, fuck, Alter. Die da sind weg. Die werden wir nicht mehr behalten. Ah, vielleicht doch noch. Ah, vielleicht doch noch. Ihr seht auch hier, die halten wieder ultra viel aus, was definitiv an den Erfahrungsupgrades liegt. Das ist einfach so wichtig, dass man die Erfahrungsupgrades reinhaut. Das war's, oder? Kommt da noch was? Du holst dir einfach hier den Turm.
Hier hat sie es ausnahmsweise mal ausgezeichnet, die Truppen in Formation kämpfen zu lassen. Ausgezahlt, Entschuldigung. Weil die Truppen hier einen gewissen Bereich in der Stadt dicht machen mussten, um länger zu überleben. Und das hat sich dann doch als auf jeden Fall lohnenswert erwiesen. Nee. Also wir holen uns jetzt auf jeden Fall mal hier die Türme. Und die Victory Points. Sieht gut aus. Fällt mir mal gerade ein. Hol dir mal die Kiste hier. Okay, der gehört uns. Den Rest können wir runterticken lassen. Weiß jetzt nicht, vermutlich fehlt mir da irgendwo eine Einheit, die jetzt noch nicht geflüchtet ist, aber genau dafür gibt es ja die Victory Points. Können wir das runterlaufen lassen. Und den anderen, den holen wir uns erst gar nicht. Das ist viel zu anstrengend, da jetzt rüber zu rennen. Und wahrscheinlich haben wir da noch Verluste. Es geht auch so. Ich sehe seine Einheit auch nicht. Gut, Gefecht beenden. Bin ich zufrieden mit. Nee, es dürfte eine Einheit sein, die geflüchtet ist und dann irgendwie wiederkam. Aber, naja. Also, das da haben wir ganz gut gepackt. Sollen wir es niederreißen? Ja, machen wir. Diesmal ausnahmsweise. Geht zwar auf die öffentliche Ordnung, aber wir bewachen ja jetzt hier, oder wir garnisonieren ja jetzt hier eine Burg. Und die können wir nochmal neu aufbauen. Diesen und diesen. Und für den Rest fehlt mir das Geld mal wieder. Warum ist das so teuer? Lass den da mal gerade noch weg. Kostet zu viel. Mach hier keinen Tempel, oder? Moment mal. Obwohl ein Tempel eigentlich am besten hier wäre, rein rechnerisch gesehen. Ein Auxiliarlager wäre auch nicht schlecht. Wir machen mal ein Auxiliarlager hier hin. Vielleicht kriegen wir noch ein paar Bogenschützen, die hätte ich ja gerne. So, jetzt hat er auch keine Nahrung mehr. Korrekt. 5? Hä? What? Okay. Dann habe ich irgendwas verrafft. Und hab mir vorhin noch selbst mein Gebäude hier sabotiert. Ja, so muss das laufen. Okay, Leute, dann bedanke ich mich bei euch ganz herzlich fürs Zugucken. Wir sind im nächsten Teil wieder dabei. Wenn wir weiter an unserem Sieg arbeiten, also noch 2 Regionen und ein paar Einheiten insgesamt, und dann müssten wir es haben, dann wird der Sack hier zugemacht und dann freue ich mich, diese Kampagne erfolgreich beendet zu haben. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Pax vobiscum, valete.